Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Gordnab. Wir schauen uns jetzt das John Deere FC313F/FC883 an. In der Version 1.0, das Ganze kommt von Inigo Du 55, ist neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Mähtechnik. So, hier sind die beiden guten Stücke, John Deere FC313F und FC883. Kosten jeweils 15.000 bzw. 38.500 Euro und bietet halt Front- und Heckmähwerk an, ganz klar. Beim Frontmähwerk, also sprich beim F313, benötigen wir 70 PS oder wird empfohlen 3,3 Meter Arbeitsbreite bei 22 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit, 765 Euro im Leasing, keine Config-Blöcke dazu. Beim FC883 brauchen wir oder wird empfohlen mindestens 140 PS Leistung, hat dafür 8,8 Meter Arbeitsbreite und ebenfalls 22 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Wie gesagt, 38,5 in der Anschaffung, 1.930 im Leasing und keine Config-Blöcke zur Auswahl. So sehen die beiden guten Stücke aus. Wir haben hier einmal John Deere mit da stehen. Hinten, beziehungsweise hier dran, solche Warntafeln, haben wir hier einmal dementsprechend diese Bremslichtdinger, nenne ich es einfach mal, und vorne halt dementsprechend die normale weiße LED-Beleuchtung. Wir haben auch hier nochmal das John Deere-Logo mit dabei, auch hier steht nochmal dran, FC313F Lift Control. Und ich habe die Dinger, glaube ich, schon mal irgendwo anders gelabelt gesehen. Kann sein, dass es vielleicht noch umlackiert ist. Vielleicht gibt es auch wirklich. Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht beantworten, aber da seid ihr die Experten. Ansonsten, ja, ist in Ordnung. Es gibt teilweise hier noch so Stellen, wenn man hier mit Lichte drauf geht, da sieht man das so ein bisschen. Bei den Warndingern hier gibt es teilweise noch ein paar unschöne Stellen, beziehungsweise gewisse Unschärfe, ein bisschen Pixelbrei mit dabei. Das ist aktuell der Stand der Dinge hier. Beim größeren FC883 Lift Control steht hinten auch alles dabei. Wie gesagt, das kann man gut erkennen. Hier auch nochmal Bremslichter, Blinker und Co. Ganz ist natürlich auch eingeklappt, ganz klar. Stehen hier nochmal dran. John Deere und hier auch nochmal John Deere FC883 Lift Control auf beiden Dingen. Hier ist es mit den Pixelbrei oder Unschärfe nicht ganz so krass, obwohl man es hier teilweise halt auch sieht. Aber prinzipiell geht das, ist das okay, aber könnte man gegebenenfalls gerade hier das vielleicht noch nachbessern, wenn man möchte. So, ich habe das hier schon mal vorbereitet, ganz klar. Anschlüsse und Co. passt hier alles, ne? Mit dynamischen Kabeln, Schläuchen, alles mit dabei. Auch hier hinten im Heckbereich, schick schön. Prinzipiell Blinker und Co., das funktioniert alles, genauso wie die Lichter, wenn ich hier alles anschalte, ne? Das ist alles in Ordnung. Ansonsten Mähwerk, wie man halt Mähwerk zu handhaben hat, ne? Einmal X klicken, um den ganzen Spaß aufzuklappen. Einmal hinten, beziehungsweise einmal vorne und einmal dann dementsprechend hinten. Hinten dauert länger wie vorne. Ist aber auch nicht zu langsam. Das passt soweit alles. Alles schick schön animiert, das passt. Dann vorne anschalten, runterlassen. Obala. Das war so nicht geplant. Zack. Und das gleiche hinten. Und wir sehen auch hier so ein bisschen gerade durch. Das Ganze ist auch logischerweise animiert. Machen das Ganze einmal nach hinten, wenn wir jetzt hier fahren. Sehen wir auch, macht seine Aufgabe so, wie er es machen soll. Wir haben jetzt keine Schwartfunktion oder sonst sowas, sondern es wird einfach abgemäht und abgelegt, wie man es eben halt kennt. Aber wir haben hier hinten ein Partikelsystem, noch alles mit dabei. Was auch gut aussieht, sieht man auch hier vorne. Ja, kann man sich nicht drüber beklagen. 22 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit, sowie auch angegeben, passt also auch ohne Probleme. Macht also das, was es soll. Lok ist dazu auch noch sauber, somit gibt es da auch gar keine Bedenken, das Ganze zu downloaden. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüss, Sigowski.